Und ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen für ein Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen 2016. Das sind die Drucksachen 19/3592 zu 19/3373. Berichterstatter ist der Abgeordnete Bauer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, DIE LINKE und FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/3581 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung anzunehmen. Danke, Herr Bauer, für die Berichterstattung. Sie haben sich auch als Erstes für die Fraktion der CDU zu Wort gemeldet. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Ja, besten Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, Sie wissen, mit dem Gesetz werden die Bezüge der Beamtinnen und Beamten zum 1. Juli um 1% erhöht. Angehoben werden neben den Grundgehältern unter anderem auch die Anwärterbezüge, die Familienzuschläge, die Amtszulagen, die Mehrarbeitsvergütungssätze und die Kindererziehungszuschläge. Das alles verursacht Kosten von 35 Millionen € in diesem Jahr und von 70 Millionen € im nächsten Jahr und in weiteren Folgejahren. Die Steigerung, die vorgesehen ist, liegt über den für Hessen gemessenen Veränderungen der Verbraucherpreise. Für den Juni 2016 berichtet das Statistische Landesamt in Wiesbaden von 0% Inflation. Im April waren die Verbraucherpreise sogar im Durchschnitt um 0,3% gesunken. Und somit kann mit dem von uns eingebrachten Gesetzentwurf durchaus gesagt werden, diese Besoldungserhöhung ist ein Mehr an Kaufkraft für die Beamtinnen und Beamten in unserem Land, meine Damen und Herren. Natürlich wissen wir, die Entwicklung der Besoldung lag im letzten und liegt in diesem Jahr, das ist wahr, unterhalb der Gehaltssteigerung der Tarifbeschäftigten. Im langfristigen Vergleich gibt es allerdings fast keine Unterschiede. Die Löhne der Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst in Hessen sind im Vergleich zum Jahr 2000 bis heute um insgesamt 28,91% gestiegen. Die Besoldung der hessischen Beamten im gleichen Zeitraum um 27,91% angewachsen. Innerhalb von 15 Jahren beträgt der Unterschied damit lediglich einen einzigen Prozentpunkt. Und deshalb kann man von einem unangemessenen Auseinanderfallen der Steigerungen im Tarif- und Besoldungsrecht nicht reden. Wer so etwas behauptet, liegt schlicht falsch, meine Damen und Herren. Natürlich ist uns allen bewusst, dass die Beamtinnen und Beamten sich gleichwohl eine größere Steigerung erhofft haben. Dafür haben wir Verständnis, und damit hat sich die Koalition auch intensiv auseinandergesetzt. Seriöse Politik muss sich aber der Wirklichkeit stellen, und ohne Verantwortung zu tragen, ist es leicht, allen alles zu versprechen. Und zur Wirklichkeit gehört, dass Hessen trotz großer Kraft der Steuerzahler voraussichtlich auch in diesem und im nächsten Jahr neue Kredite aufnehmen muss, um all seine Ausgaben zu bestreiten. Wir haben das Ziel vor Augen, dass Hessen spätestens im Jahre 2019 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann. Dieses Ziel wäre nur schwer zu erreichen, ohne auch den Beamtinnen und Beamten etwas zuzumuten. Denn rund 40% aller Ausgaben des Landeshaushalts entfallen nun einmal auf das Personal. In dieser Lage hält die Koalition den eingeschlagenen Weg einer Erhöhung der Besoldung um 1% und mindestens 420 € jährlich für angemessen, meine Damen und Herren. Wir sind fest davon überzeugt, dass damit auch die Vorgaben voll und ganz erfüllt werden, die das Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht für eine angemessene Alimentation der Beamtinnen und Beamten formuliert hat. Auch der Vergleich mit der Besoldung in anderen Bundesländern müssen wir nicht scheuen. Denn es macht deutlich, dass wir unseren Beamtinnen und Beamten kein unzulässiges Sonderopfer abverlangen. Bei der Jahresbruttobesoldung liegen die hessischen Beamtinnen und Beamten bundesweit mit der Erhöhung vom 1.7. durchgehend über dem Durchschnitt der Besoldung in Bund und Ländern. Und in vielen Besoldungsgruppen liegen die hessischen Beamtinnen und Beamten im vorderen Drittel
beispielsweise bei der A13, was Lehrer im Gymnasialbereich verdienen. Gelegentlich findet man hier falsche und andere Zahlen, die auch der Kollege Schaus wahrscheinlich im Hinterkopf hat. Denn häufig werden wirklichkeitsverzerrend die allgemeinen Stellenzulagen, die Sonderzahlungen einfach weggelassen. Es wird in unzulässiger Weise von einem Stundensatz gerechnet, anstatt den maßgeblichen Gesamtbetrag der Besoldung zu nennen. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren, wenn man Statistiken betrachtet. Meine Damen und Herren, man kann eben nicht Beamten in Stundensätze abgleichen. Die Arbeitszeit ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber bei der Frage von Besoldungsanpassung hat es in der Sache nach nichts verloren. Und selbst der Sachverständige des DBB, Herr Prof. Battis, kam nicht umhin, in der Anhörung festzustellen, ich darf ihn zitieren, gemäß Ausschussprotokoll vom 30.06. auf Seite 16, Zitat, Sie haben die Ungleichbehandlung von Angestellten und Beamten angesprochen. Das ist völlig richtig. Das sind zwei unterschiedliche Systeme. Das wird in Hessen auch gelebt, und das ist auch völlig in Ordnung als solches. Das ist die traditionelle Sicht zweier Systeme, und deshalb muss das nicht alles gleich sein. Das gilt auch bis heute. Zitat Ende. Und weiter führt Prof. Battis aus, nun zu den 40 und 42 Stunden, auf eine Frage von Ihnen, Herr Kollege Schaus. Das ist natürlich ein bestechender Gedanke, führt Herr Prof. Battis aus. Aber da muss ich jetzt ehrlich sagen, so einfach geht es im Beamtenrecht nun wieder nicht. Beamte rechnen nicht nach der Uhr ab. Sie werden auch nicht nach Stunden bezahlt. Das Alimentationsprinzip kennt keinen Stundenlohn, meine Damen und Herren. Wir haben im Wege eines Änderungsantrags, und da wird unser Verständnis deutlich, in der vergangenen Woche im Nachgang zu der Anhörung einen Erhöhungsbetrag auf mindestens 420 € im Jahr aufgestockt. Die Besoldung für die unteren Besoldungsgruppen wächst damit teils deutlich stärker als 1 %. Und damit profitieren alle Beamten von der Regelung, die weniger als 3.500 € im Monat verdienen. Das sind immerhin über 25.000 Landesbedienstete und damit ein Viertel aller Beamtinnen und Beamten in unserem Land. Und dazu kommen noch einmal viele Tausend kommunale Beamte, meine Damen und Herren. Und mit dieser Maßnahme liegen wir bei den Anfangsgrundgehältern in den Besoldungsgruppen A7, A9, A12 zum Stichtag gut im vorderen Drittel und können den Vergleich mit anderen Bundesländern durchaus aufnehmen. Es wird in den Stellungnahmen der Anzuhörenden auch häufig zum Ausdruck gebracht, dass es Sorge um qualifizierte Nachwuchskräfte gibt. Wir haben das auch in unserem Änderungsantrag aufgegriffen und schlagen deshalb vor, die Anwärterbezüge in Hessen um 600 € pro Jahr zu erhöhen. Das betrifft immerhin 7.200 Anwärter im Landesdienst. Und damit ist gewährleistet, dass die Ausbildung in Hessen, sei es im Polizeiberuf, sei es in der Verwaltung oder im Lehramtsreferendariat, weiterhin attraktiv bleibt. Diese soziale Ergänzung bei der Besoldung schlägt im Landeshaushalt 2017 aufs Jahr gerechnet mit weiteren 5 Millionen € zu Buche. Und zudem wird auch die Arbeitszeit ab August nächsten Jahres für Beamtinnen und Beamte, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, auf 41 Stunden gesenkt. Und damit dies gerade nicht zu einer Arbeitsverdichtung führt, werden hierfür im kommenden Jahr rund 970 neue Stellen geschaffen. Und im Haushalt 2017 sollen dafür über 44 Millionen € eingeplant werden. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, wir tun durchaus etwas im Rahmen unserer Möglichkeiten für die hessischen Beamtinnen und Beamten. Und ich verweise deshalb zum Schluss darauf, die Landesbediensteten stehen in Hessen gut da. Natürlich kann man sagen, in anderen Bundesländern verdienen die Beamte mehr. Ja, schauen wir mal hin, wo das der Fall ist. Bei allen Besoldungsvergleichen liegt Bayern an der Spitze, während das seit Jahren SPD-regierte, hochverschuldete Berlin meist Schlusslicht ist. Aber auch in Bayern, meine Damen und Herren, mussten die Beamtinnen und Beamten schmerzhafte Maßnahmen zugemutet werden, damit der Landeshaushalt konsolidiert werden konnte. Und wir können sehen, dass gerade finanzstarke, solide wirtschaftende Bundesländer am ehesten in der Lage sind, ihre Beamtinnen und Beamten hohe Bezüge zu zahlen. Wo die öffentlichen Haushalte in Ordnung sind, geht es den Beamten besser. Und unser Weg einer konsequenten Haushaltskonsolidierung ist deshalb kein Widerspruch zu einer beamtenfreundlichen Politik. Vielmehr sind das für uns zwei Seiten einer Medaille, der wir uns weiterhin im Verbund mit den Beamtinnen und Beamten verpflichtet sehen. Meine Damen und Herren, es muss allen klar sein, wer auf Seiten der Beamtinnen und Beamten steht.
Wer wie die SPD und DIE LINKE sich als Anwälte der Beamten generiert, aber dann auf Bundesebene solche Dinge fordert wie eine allgemeine Bürgerversicherung, die nichts anderes ist als die vollständige Abschaffung der privilegierten Gesundheitsversorgung für Beamte, oder wer wie im SPD-Grundsatzprogramm die gesetzliche Rentenversicherung als Pflichtversicherung macht, der, meine Damen und Herren, legt die Axt an das Beamtentum. Das wird mit uns nicht zu machen sein. Wir müssen wirklich einmal deutlich machen, wir machen das im Rahmen unserer Möglichkeiten für die Beamtinnen und Beamte. Und wer, meine Damen und Herren, sich hier zum Anwalt der Beamtinnen und Beamten aufspielt, der muss auch sagen, was er wirklich für die Beamtinnen und Beamten getan hat. Und ich glaube, dass wir mit unserem Gesetzentwurf, aber auch mit dem Änderungsantrag eine Möglichkeit ergriffen haben, um im Rahmen der finanziellen Machbarkeiten das Richtige zu tun. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Bauer. Für DIE LINKE erteile ich Herrn Schaus das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am 30. Juni hatten wir im Innenausschuss eine umfangreiche Anhörung zum Gesetzentwurf der Koalition und auch zu unserem Änderungsantrag. Meine Damen und Herren, ich habe schon einige Anhörungen zu Gesetzen in den letzten 8 Jahren erlebt, bei denen die Landesregierung und die jeweiligen Koalitionsfraktionen schlecht weggekommen sind. Aber was wir bei dieser Anhörung erleben konnten, sprengt alles Dagewesene. Vorneweg eine eindeutige Zahl. 39 von 40 schriftlichen Stellungnahmen haben sich gegen die Koalitionsvorlage mit 1% Erhöhung ausgesprochen. Ich habe bisher nicht erlebt, dass Sachverständige, Juristen, Verwaltungsrichter, Vertreter aus der Polizei, der Gerichte, des Justizvollzugs, Professoren von Hochschulen sowie alle Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften und Berufsverbände, die Hauptpersonalräte und sogar die Vertreter der Städte und Landkreise einen Gesetzentwurf so niederschmetternd zerrissen haben. Mehr als die Hälfte der Sachverständigen hat sich explizit für den Änderungsantrag der LINKEN für 4,4% Erhöhung ausgesprochen. Viele weitere haben gesagt, unsere Änderung ginge in die richtige Richtung. Darüber sollten Sie, meine Damen und Herren von der Koalition, in der Tat einmal nachdenken. CDU und GRÜNE unterschätzen nämlich aber offenbar immer noch, was sie bei den Beamtinnen und Beamten derzeit anrichten. Die Wut und Verbitterung ist nämlich weiterhin riesengroß. Die Beamten gehen Ihnen in Hessen von der Fahne. Das ist die Realität. Meine Damen und Herren von der CDU und den GRÜNEN, ich weiß ja, dass Sie mir nicht glauben wollen oder dass Sie sich selber nicht eingestehen wollen, aber dieses Gesetz ist der Demotivansinn. Deshalb lasse ich einfach einige zu Wort kommen, die in der mündlichen Anhörung gesprochen haben. Die vielen Sachverständigen, die Personalräte, Gewerkschaften, Wissenschaftler und auch die Vertreter der Städte und Landkreise. Diejenigen also, die Ihnen einseitige Zersetzung des Dienstverhältnisses, Zitat, vorwerfen, die Ihnen Dreistigkeit vorwerfen und das Gesetz als Affront und Besoldungsdiktat verstehen, die Ihnen sagten, dass die Dienstfähigkeit nicht mehr gewährleistet sei, weil das Personal verstärkt in andere Bundesländer abwandert. All jene Abgeordneten, die in dieser eindrücklichen Anhörung nicht dabei waren, sollten jedoch besonders gut zuhören. Ich zitiere die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Frau Keiling, die sagte, Hessen ist das einzige Bundesland, das die Tarifergebnisse der Jahre 2015 und 2016 nicht übertragen hat. Und Hessen ist auch das einzige Bundesland, das auch heute noch eine 42-Stunden-Woche hat. Die Beamtinnen und Beamten sind nicht für den Landeshaushalt verantwortlich, und die Beamtinnen und Beamten sind auch nicht für das Missmanagement verantwortlich. Recht hat sie, meine Damen und Herren. Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes, Herr Schmidt, sagte, Zitat, da ist es eben nach wie vor die Wirkung eines Gesamtpaketes, dass Sie da in der Landesregierung und in den Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN geschnürt haben. Sie beschneiden die Beihilfe
verpassten uns im vergangenen Jahr eine Nullrunde, verpassen uns jetzt eine Minusrunde, selbst wenn man eine geringe durchschnittliche Inflationsrate zugrunde legt. Recht hat er, finde ich, meine Damen und Herren. Der Vorsitzende des GdP, Herr Grün, wies auf einen aktuellen Vergleich der Besoldung in den Bundesländern hin, Herr Bauer. Hören Sie zu, Zitat, im Vergleich liegt Hessen, wie Sie richtig festgestellt haben, auf dem vorletzten Platz, knapp hinter Berlin. Recht hat er. Da gibt es auch nichts schönzureden, Herr Bauer, wirklich nichts. Der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft, Herr Volz, verwies auf die Stimmung in Ämtern und Dienststellen. Zitat, diese Stimmung ist auf dem Nullpunkt. Aufgrund dieser Vorhaben für 2015 0% und für das Jahr 2016 1%. Das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen in den Ämtern und Dienststellen ist massiv beschädigt. Recht hat er. Der Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Herr Hartmann, sagte, nach unserer Auffassung stellt der Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN einen weiteren Affront gegen die hessischen Beamtinnen und Beamten dar. Der Hessische Philologenverband tritt dafür ein, das Besoldungsdiktat umgehend zu beenden. Recht hat auch er, meine Damen und Herren. Herr Zeichner vom Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer erklärte, Zitat, die Absicht der Koalition, die Haushaltskonsolidierung zur Erfüllung der Schuldenbremse ausschließlich zulasten der Beamtinnen und Beamten durchzuführen und der allgemeinen Tarifentwicklung abzukoppeln, stößt bei uns auf unseren heftigsten Protest. Und ich finde, recht hat er. Der Vorsitzende des Hauptpersonalrats der Polizei, Herr Moher, forderte, Zitat, die Übernahme des Tarifergebnisses von 4,4%, auch die Nullrunde des letzten Jahres, muss ausgeglichen werden. Die Wiedereinführung der Ruhestandsfähigkeit, der Polizeizulage sowie die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche. Vor dem Hintergrund der immer komplexer werdenden, gefahrengeneigten polizeilichen Tätigkeiten verstehen wir es nicht mehr, warum das Dienst- und Treueverhältnis hier einseitig zersetzt wird. Zersetzt wird. Und recht hat er, er, der Vorsitzende des Personalrats aller Polizeibeamtinnen und Beamten, auf die Sie sich ja immer so sehr berufen. Nun könnten Sie sagen, logisch, dass Sie so reden. Das sind ja diejenigen, die die Interessenvertreter der Beschäftigten sind. Ja, in der Tat, das sind sie. Im Gegensatz zur Landesregierung und der CDU und der GRÜNEN-Fraktion achten diese Vertreterinnen und Vertreter in der Tat auf die Interessen der Beamtinnen und Beamten in Hessen. Besonders nachdenklich sollten Sie aber auch die Stellungnahme der Kommunalen Spitzenverbände, da sind ja auch CDU und grüne Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dabei, machen. Sie warnten nämlich ebenfalls, dass der öffentliche Dienst seine Qualität, wenn nicht gar seine Handlungsfähigkeit, verlieren könne. So sagte Herr Ruder für den Landkreistag, Zitat, wir haben aus unseren Landkreisen, insbesondere aus denen, in denen bzw. in deren Nähe Bundesbehörden ihren Sitz haben oder die an andere Bundesländer mit einer lukrativen Beamtenbesoldung angrenzen, mitgeteilt bekommen, dass dort eine deutliche Tendenz der Abwanderung kommunaler Beamtinnen und Beamte in jene Behörden und Körperschaften festgestellt worden ist. Recht hat er. Frau Dr. Baum erklärte für den Städtetag, Zitat, auch wir für die hessischen Städte erachten eine Besoldungs- und Versorgungsanpassung in Höhe von 1% als zu niedrig. Viele wandern ab in andere Bundesländer zu Bundesbehörden. Unsere Kommunen verlieren damit qualifiziertes Personal. Zitat Ende. Da müssten Sie doch einmal ernsthaft nachdenken, finde ich, wenn Ihnen die Städte und Landkreise so etwas zurückmelden, meine Damen und Herren von den Koalitionsfraktionen. Aber noch krasser sagte das Herr Brumm, Personalratsvorsitzender Feuerwehr in Frankfurt.
Zitat. Im Jahr 2015 haben wir 26 von 48 Kolleginnen und Kollegen an andere Feuerwehren im gesamten Bundesgebiet verloren. Es fehlt uns also mehr als ein Lehrgang. Ein Ausbildungsgang pro Kollegin und Kollegen kostet die Frankfurter Feuerwehr 180.000 €. Und sein Vorgesetzter, Feuerwehrchef Prof. Ries, wurde noch präziser. Zitat: Ich mache mir große Sorgen, dass wir ab 2018 bis 2020 in einer Phase geraten, in der wir Funktionsstellen nicht mehr besetzen können. Wir werden daher, wenn das so weitergeht, innerhalb von 3-4 Jahren über 100 Einsatzkräfte verlieren. Das macht eine Feuerwache aus. Das wäre kritisch. Warum die Beamten alle gegen uns gehen, wurde nochmals vom Landesbezirksleiter von Verdi, Herrn Bodner, auf den Punkt gebracht. Zitat: Welchen Blick hat denn die Hessische Landesregierung auf die Beamtinnen und Beamte, wenn der Ministerpräsident feststellt, dass er überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum Feuerwehrleute aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Bayern abwandern, weil sie dort mehr Geld verdienen? Welchen Blick hatte er? Glaubt er denn tatsächlich, dass Lobesschreiben zu Weihnachten eine Familie satt machen? Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Schaus. Ich zitiere Herrn Bodner weiter. Natürlich freuen wir uns darüber, dass die Fraktion der LINKE einen Änderungsantrag eingebracht hat, der noch einmal klar und deutlich zum Ausdruck bringt, dass es eine Erhöhung um 4,4 % geben muss und zu geben hat. Und ich finde, recht hatte er, meine Damen und Herren. Und weil wir der Meinung sind, weil wir der Meinung sind, dass Sie sich das noch einmal überlegen sollten mit Ihrer Gesetzesvorlage, beantragen wir hiermit die dritte Lesung. Danke, Herr Schaus. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Greilich das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das war in der Tat schon eine denkwürdige Anhörung, die wir dort im Innenausschuss hier im Plenarsaal des Hessischen Landtags gehabt haben. Wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, dann stelle ich fest, dass ich habe gezweifelt zwischendurch, ob denn die Vertreter der Oppositionsparteien auch anwesend waren. Körperlich waren sie anwesend. Ich habe sie gesehen. Nur so richtig angekommen ist das anscheinend nicht. Was in der Tat ja spannend ist. Was in der Tat ja spannend ist, wobei das, was Herr Kollege Schaus uns jetzt alles vorgelesen hat, ja weniger spannend war. Die zahlreichen Stellungnahmen aus den Verbänden, die waren in gewisser Weise pflichtgemäß, in gewisser Weise vorhersehbar, ob sie richtig oder falsch waren, spielt da fast gar keine Rolle. Aber natürlich haben die Verbände die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten und das entsprechend darzulegen. Aber das wirklich Frappierende, das kam in dem Beitrag des Kollegen Schaus dann am Rande auch einmal vor, das Frappierende war etwas, was ich noch nie erlebt habe, dass nämlich die öffentlichen Arbeitgeber offenen Dissens haben in dieser Sache. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das Verdienst dieser Koalition, dass sie es geschafft haben, das Arbeitgeberlager komplett zu spalten, dass die kommunalen Arbeitgeber, die ja nun in der Tat nicht auf Rosen gebettet sind, trotzdem hier die Stellungnahme abgegeben haben. So, meine Damen und Herren, geht es nicht. So kann man mit den Beamten des Landes Hessen und auch mit den kommunalen Beamten nicht umgehen. Das, was dort gefordert wurde, war eine differenzierte Herangehensweise. Die kommunalen Arbeitgeber, die kommunalen Verbände haben nicht etwa gefordert, dass man pauschal das Tarifergebnis des öffentlichen Dienstes auch auf die Beamten übertragen soll. Das war nicht die Botschaft, aber es war die ganz klare und zutreffende Botschaft, wie wir als Freie Demokraten das auch schon in der gesamten Diskussion
vertreten. So geht es nicht. Sie können nicht die Beamten in der Art und Weise abspeisen, so pauschal, wie Sie das hier vorgenommen haben. Und, Herr Kollege Bauer, da muss ich schon einmal sagen, es ist schon ein ganzes Stück unverfroren, wenn Sie sich hier hinstellen und ausgerechnet Herrn Prof. Battis zitieren, der richtig darauf hingewiesen hat, dass es natürlich einen Unterschied zwischen dem Tarifbereich und dem Beamtenbereich gibt, dass es aber doch deswegen nicht sein kann, dass Sie die Beamten in dieser Art und Weise im Regen stehen lassen, wie Sie das hier vorgesehen haben. Und die Begründung, die uns viele gegeben haben, das will ich auch noch einmal sehr deutlich sagen. Das kam sowohl von den Kommunalen Arbeitgeberverbänden wie aber auch von den Praktikern aus den einzelnen Beamtenverbänden, die hier vorgetragen haben. Das, was hier passiert, zunehmend, was schon begonnen hat, ist ein Ausbluten des öffentlichen Dienstes, ist der Verlust an Fachkräften, die wir dringend brauchen. Wir kennen das seit Langem aus der Steuerverwaltung. Auch darauf wurde hingewiesen, dass dort gut ausgebildete Fachkräfte immer wieder abgeworben werden oder auch sich selbstständig machen, weil sie keine Perspektiven im ausreichenden Umfang dort sehen. Das geht aber weiter mittlerweile. Wir hören das aus allen möglichen technischen Berufen. Wir haben Nachwuchsprobleme in dem Bereich. Wir haben Probleme, die notwendigen Fachkräfte zu gewinnen, um in den technischen Berufen die Aufgaben des öffentlichen Dienstes wahrzunehmen. Das Beispiel Feuerwehr ist schon erwähnt worden. Wenn uns die gut ausgebildeten Feuerwehrleute reihenweise, jahrgangsweise aus dem Land Hessen verschwinden, weil sie hier keine Perspektive mehr sehen, dann müssen Sie doch wach werden, meine Damen und Herren von der Koalition. Wenn wir erleben, was wir auch dort gehört haben, dass selbst im Richterdienst, einem der Bereiche, die immer als mit am attraktivsten galten, gerade auch für qualifizierte Absolventen, wenn im Richterdienst jetzt Menschen den Dienst quittieren und sagen, also, wenn ich hier schon so viel arbeiten muss, dann will ich wenigstens vernünftig alimentiert werden. Ansonsten kann ich auch in die Privatwirtschaft gehen und verlassen den Richterdienst, quittieren diesen Dienst. Meine verehrten Damen und Herren von der Regierungskoalition, Sie müssen dann doch wach werden, dass hier etwas passiert im öffentlichen Dienst, was wir nicht auf Dauer ertragen können, wenn wir Schaden vom Land und von den Kommunen abwenden wollen. Ich sage auch eines deutlich dazu, Herr Kollege Bauer, es ist dann schon ein bisschen billig zu sagen, wir geben den Anwärtern ein bisschen mehr und werden damit es dann schaffen, dass Menschen ihr Berufsleben im öffentlichen Dienst verbringen. Damit, dass man jemanden in der Ausbildungszeit ein bisschen besser alimentiert, gibt man eben noch keine Lebensperspektive, die ausreicht, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Deswegen, ich wiederhole es, mit dem, was Sie hier machen, droht Schaden für das Land, droht Schaden für die Kommunen. Und das in einer Situation, das sollten wir uns an dieser Stelle auch einmal in Erinnerung rufen, wo wir bislang durch unsere Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, gerade auch im Landesdienst und in den Kommunen, vorbildliche und leistungsfähige Verwaltung im Lande Hessen hatten. Das hat sich gerade im letzten Jahr in einer Massivität gezeigt, dass es keiner übersehen dürfte, dass wir die Flüchtlingskrise so bewältigt haben. Da haben wir vielleicht auch das eine oder andere dazu beigetragen. Da hat auch das eine oder andere Regierungsmitglied etwas dazu beigetragen. Aber die Arbeit, meine Damen und Herren, die Arbeit haben die Mitarbeiter, die Beamten vor Ort gemacht, und das in einer grandiosen Art und Weise. Wohin das führt, wenn wir zu wenige und zu wenig motivierte Mitarbeiter haben, das konnte man parallel beobachten. Währenddem wir es hingekriegt haben in Hessen, dass keiner obdachlos wurde, dass die Flüchtlinge aufgenommen und versorgt wurden, haben wir auf der anderen Seite die zuständige Bundesbehörde, die die Zukunft verschlafen hatte und wo es noch heute so ist beim BAMF, dass wir, die neuesten Zahlen bestätigen es, nach wie vor mehr Anträge haben als Erledigungszahlen. Meine Damen und Herren, dahin führt es, wenn man durch falsche Personalpolitik ein Staatsversagen organisiert. Das, meine Damen und Herren, will ich in Hessen nicht erleben, und deswegen müssen Sie umkehren. Meine Damen und Herren, kommen Sie zur Besinnung, kehren Sie um, hören Sie auf, die öffentliche Verwaltung in Hessen schrottreif zu schießen. Ja, lieber Kollege Boddenberg, Sie waren halt leider nicht in der Anhörung und haben sich nicht angehört, was dort aus der Praxis berichtet wurde und was Sie dort anrichten. Und jetzt haben Sie uns einen Änderungsantrag vorgelegt mit einer Nachbesserung 35 € für zwei Jahre in den unteren Besoldungsgruppen.
35 € auf 2 Jahre. Das gleicht nicht einmal die Kürzung der Beihilfe aus. Das ist eine schlichte Verhöhnung der Mitarbeiter und ein Versuch, so interpretiere ich das einmal, den ziemlich offenkundigen Verstoß gegen das Alimentationsprinzip zu kaschieren, auf das Sie bei den unteren Lohngruppen, Besoldungsgruppen es vielleicht schaffen, an der Verfassungswidrigkeit vorbeizukommen. Ich halte das für fraglich, und zumal Sie damit eine neue Flanke aufgemacht haben. Denn Ihre Sozialkomponente, die Sie dort eingefügt haben, so minimal sie auch ist, verändert natürlich das Gefüge. Es verändert das Abstandsgebot zwischen den verschiedenen Besoldungsgruppen. Es führt zu einer weiteren Nivellierung. Und auch das, meine sehr verehrten Damen und Herren, setzt im Übrigen einen zusätzlichen neuen Spaltpilz in den öffentlichen Dienst. Also ist die eine Seite, Sie spalten zwischen den unteren und den oberen Besoldungsgruppen. Und zum anderen führt es auch wieder mit der Nivellierung zu weniger Attraktivität des öffentlichen Dienstes für Spitzenkräfte. Wenn Sie dann das Trostpflaster der Arbeitszeitverkürzung wie die Wurst vor dem Hundewagen den Menschen vor die Nase halten, dann muss ich auch sagen, das ist schon spannend. Ich habe lange gelesen in Ihrer umfangreichen, wortreichen, umfangreichen inhaltlich nicht, aber wortreichen Pressemeldung, wo denn die Vorsorge ist, damit das nicht zur puren Arbeitsverdichtung bei unseren Mitarbeitern führt. Das findet sich nicht. Sie kündigen ein paar neue Stellen an, aber wenn man einmal nachrechnet, dann ist das eben keine vollständige Kompensation dessen, was dort an Arbeitszeit wegfällt. Das muss man auch nicht unbedingt machen. Aber was man dann machen muss, und daran, da fehlt jedes einzelne Wort in Ihrer Verlautbarung, da muss man mal an die Aufgaben herangehen, da muss man Aufgabenkritik üben, dann muss man den öffentlichen Bereich verschlanken von Aufgaben, die dann nicht mehr wahrgenommen werden sollen. Ansonsten ist das eine Mogelpackung, mit der Sie nur vorgaukeln, etwas Gutes tun zu wollen für unsere Mitarbeiter. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen, das, was Sie hier vorsehen, ich habe es die ganze Zeit in der Debatte schon immer wieder angemahnt, ist ein unangemessenes Sonderopfer, das es so in schwarz-gelben Zeiten in Hessen nicht gegeben hat. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das, was Sie hier jetzt schon im zweiten Jahr praktizieren, spätestens das, was Sie für das nächste Jahr angekündigt haben, verfassungswidrig. Jedenfalls aber kann man eines festhalten. Es ist vollkommen unangemessen, wenn alle 4,4 bekommen, Beamte pauschal mit 1 abzuspeisen. Das passt nicht. Deswegen zu allerletzt zwei Punkte in der Zusammenfassung. Erstens. Lobreden auf Mitarbeiter helfen nicht, wenn Sie die Taten nicht folgen lassen. Ihre Worte, meine Damen und Herren von der Koalition, machen nicht satt. Und zum Zweiten, Sie machen den öffentlichen Dienst unattraktiv, und damit gefährden Sie die öffentliche Verwaltung. Das sollten Sie bedenken. Das Wort hat Herr Abg. Rudolph für die SPD-Fraktion. Ja. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Willkür in der schwarz-grünen Besoldungspolitik geht genauso weiter, wie sie begonnen hat. Auch die Anhörung am 30.06. hier in diesem Plenarsaal war ja schon bemerkenswert. Bis auf den selbsternannten Bund der Steuerzahler hat nicht ein einziger Anzuhörender den Gesetzentwurf von CDU und GRÜNEN begrüßt. Ganz im Gegenteil, ein solch verheerendes Echo haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren selten erlebt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist auch nachvollziehbar. Warum? Das, was Sie vorgelegt haben, zunächst nach der Nullrunde in 2015 eine Besoldungserhöhung von 1 vorzunehmen, was Sie übrigens im Dezember 2013 in Ihrem Koalitionsvertrag vereinbart haben, haben Sie dann in den Landtag eingebracht. Sie haben das begründet, dass Sie nicht, Sie würden ja gern mehr geben, mehrfach mit fast Tränen erstickter Stimme, dass Sie eigentlich mehr geben würden, aber Sie könnten nicht anders. Insbesondere bemerkenswert deswegen, weil diejenigen, die in Hessen die Schulden von 20 Milliarden auf 44 Milliarden mehr als verdoppelt haben, jetzt vom Sparen reden. Aber das ist jetzt eine Randbemerkung, aber sie ist trotzdem natürlich wahr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also CDU.
Und alle Anhörenden haben gesagt, die hessischen Beamtinnen und Beamten werden abgekoppelt von allen Entwicklungen, allen Bundesländern. Das, was Sie behaupten, das machen CDU und GRÜNE, das hat der Innenminister gesagt, ist schlicht und ergreifend falsch. Ein Beamter in Nordrhein-Westfalen bekommt ein deutlich höheres Grundgehalt. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es z.B. für die Beamten die sogenannte freie Heilfürsorge. Das ist nämlich durchaus ein Kostenfaktor, insbesondere auch für Polizeibeamtinnen und Beamte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Bund übernimmt z.B. die Tarifergebnisse auch für seine Beamten. Da gibt es dieses Jahr 2,4% und im nächsten Jahr, ab Frühjahr 2017, nochmals 2,35%. In Hessen haben Sie einen Tarifvertrag abgeschlossen mit 4,4% verteilt auf 2 Jahre. Hessische Beamtinnen und Beamte bekommen 1% mehr. Sie spalten innerhalb der Tarifbeschäftigten und der Beamtenschaft. Und das, meine Damen und Herren, führt natürlich auch zu Konsequenzen. Und deswegen noch einmal, was für Gedanken machen Sie sich denn, wenn erzählt wird aus der Stadtverwaltung Frankfurt, 26 Feuerwehrbeamte gehen weg, die kostet die Ausbildung pro Feuerwehrbeamten 180.000 €. Die Stadt Frankfurt setzt das Geld in den Sand, muss neue Leute suchen. Was sagen Sie eigentlich? Wie gehen Sie mit dem Tatbestand um, dass uns erklärt wird, die gehen nach Bayern, nach Baden-Württemberg, nach Rheinland-Pfalz, weil sie mehr Geld bekommen und weniger Arbeitszeit haben? Das muss Sie doch einmal nachdenklich stimmen. Da können Sie doch nicht so borniert sagen, interessiert uns alles nicht. Was sagen Sie denn, Herr Kollege Arnold, den Mitarbeitern in der Polizeistation Hünfeld, wenn die sagen, wir arbeiten zurzeit 42 Stunden, und die Argumentation des Kollegen Bauern, den ich ansonsten ja durchaus schätze, aber Herr Bauer, Sie stellen sich hin und sagen, die Arbeitszeit spielt bei Beamten keine Rolle. Dann spielt es keine Rolle, ob die 10, 50 oder 70 Stunden arbeiten. Was ist denn das für eine Begründung? Das ist doch absurd, die Sie hier an den Tag legen, wenn Sie sagen, die Höhe der Arbeitszeit ist überhaupt völlig uninteressant. Und, meine Damen und Herren, was war das Ergebnis aus der Anhörung? Lesen Sie sich die Stellungnahmen durch, das Protokoll liegt vor. Es waren jetzt nicht FDP, Linke oder böse SPD-Abgeordnete. Da wurde uns vorgetragen, dass die Mitarbeiter in der Landesverwaltung sich verhöhnt fühlen. Keine Argumentation von uns, sondern Mitarbeitern, Personalräte, die uns das glaubhaft versichert haben. Aber was ist Ihre Antwort, meine sehr verehrten Damen und Herren aus der Koalition? Sie legen einen Änderungsantrag vor und haben geglaubt, jetzt werden wir dafür bejubelt. Das hätte ich Ihnen vorher sagen können. Das Konstrukt, das Sie auf den Weg bringen, ist das genaue Gegenteil, weil die Leute sich jetzt noch mehr veräppelt und verkohlt fühlen durch Ihren Gesetzentwurf. Durch Ihren Gesetzentwurf. Da begründen Sie es, und damit führen Sie ja Ihren eigenen Gesetzentwurf ad absurdum. Sie sagen ja, diese 1% für untere Besoldungsgruppen reicht nicht aus. Ja, aber das haben wir Ihnen da bei der ersten, bei der Einbringung schon gesagt. Das ist ja keine neue Erkenntnis. Das ist doch evident, liegt da auf der Hand, dass ein Sekretär in der Besoldungsgruppe dann A6 eben in Frankfurt, der eine Mieterhöhung hat, eben mit 1% und 25 € nicht auskommt. Das ist doch kein neuer Tatbestand. Im Übrigen, an der Stelle bin ich Ihnen dankbar, Sie brechen damit Ihren Koalitionsvertrag. Da haben Sie explizit auf der Seite 7 festgelegt, dass die Besoldungszuwächse ab dem 1. Juli 2016 um 1% steigen. Machen Sie weiter so. Brechen Sie diesen Schwachsinn noch öfters, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, Sie brechen Ihren Koalitionsvertrag. Dafür darf ich Sie jetzt nur bedingt kritisieren. Ich wollte es nur einmal der Ordnungskeit halber. Also erstens habe ich das Ding jetzt noch einmal aktuell gelesen und zweitens Ihnen zu zeigen, wie widersprüchlich Ihre Argumentation an der Stelle ist. Aber, meine Damen und Herren, das reicht nicht aus. Der Bund, die Gewerkschaft der Steuerzahler hat ausgerechnet, Bund der Steuergewerkschaft, diese Besoldungserhöhung nach Ihrem Änderungsantrag liegt dann zwischen 1,02 und 1,78. Sie liegen damit immer noch deutlich unter den Tarifabschlüssen, und Sie führen damit eine weitere Spaltung innerhalb der Beamtenschaft bei. Auch das wird den Betriebsfrieden und die Atmosphäre in den Dienststuben nicht unbedingt erhöhen. Und die Vertreter der kommunalen Ebene haben auch deutlich gemacht, die Personalgewinnung gerade bei Führungskräften ist mittlerweile ein dickes, fettes Problem, weil natürlich der öffentliche Dienst auch mit der Wirtschaft konkurriert. Und deswegen ist dieses Konstrukt, was Sie vorgelegt haben, ein ziemlicher, Murks, um es jetzt einmal ganz freundlich und vorsichtig an der Stelle zu formulieren. Und, meine Damen und Herren, zur Finanzierung, Herr Bauer, haben Sie mal gerade gar nichts gesagt. Also vorher war noch nicht einmal für 1 € mehr Geld da. Jetzt haben Sie angeblich sparsam gewirtschaftet. Das wissen Sie ja alles als Koalitionäre. Und, meine Damen und Herren, es gibt ja Steuermehreinnahmen. Jetzt haben Sie immer wieder gesagt, die Schuldenbremse ist alles. Übrigens haben Sie Ihre Argumentationsschiene ja geändert. Der Ministerpräsident hat vor ein paar Tagen in einem Zeitungsinterview gesagt, aufgrund der Kosten für die Flüchtlingskrise muss man auch bei der Beamtenbesoldung zurückhaltend sein. Der Koalitionsvertrag mit dem 1% stammt aus dem Dezember 2013. Eine ziemliche Heuchelei, die Sie hier an den Tag legen. Eine ziemliche Heuchelei.
weil Sie den Argumentationsschiene ändern. Außerdem spielen Sie dann Gruppen in der Gesellschaft gegeneinander aus. Auch das ist falsch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Übrigen, das mit der Schuldenbremse wäre dann glaubhafter, wenn Sie die 260 Millionen € nicht in die Rücklage stecken würden, sondern weniger Kredite aufnehmen. Das wäre wenigstens eine gewisse Stringenz und nicht die Auffüllung Ihrer Rücklage, um wahrscheinlich wahlkampffinanzierte Dinge in den nächsten zwei Jahren zu machen. Auch das Heuchelei pur, meine Damen und Herren. Und deswegen ist das alles, was Sie vorgelegt haben, ein ziemlich durchsichtiges Schauspiel. Jetzt doch, 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 Herr Kollege Boddenberg, ich werfe Ihnen ja manches vor, aber dass Sie das intellektuell durchschauen, habe ich nie in Abrede gestellt. Das ehrt Sie an der Stelle. Was mich allerdings verwundert, dass Sie die Stimmung in den hessischen Amtsstufen so gar nicht wahrnehmen wollen. Jetzt können Sie natürlich sagen, es gab einmal einen Ministerpräsidenten Wallmann, da gibt es die Legende, ich kann sie nicht belegen. Ob der Arbeitszeit hätte er damals weniger Stimme aus dem öffentlichen Dienst bekommen, sei deswegen nicht wiedergewählt worden, weiß ich nicht. Aber Beamtinnen und Beamte haben sicherlich ein gutes Gedächtnis. Nein, im Ernst, die Besoldungspolitik in Hessen koppelt sich bundesweit ab. Wir haben in den letzten Jahren wiederholt Nullrunden gehabt. Wir haben eine Streichung des Urlaubsgeldes. Wir haben eine Reduzierung der Sonderzahlung. Und wir haben bundesweit die längste Wochenarbeitszeit. Meine Damen und Herren, dass damit der hessische öffentliche Dienst bei Weitem nicht mehr so attraktiv ist und konkurrieren muss mit anderen Bundesländern, liegt da auf der Hand. In den nächsten Jahren wollen der Bund alle Länder mehr Personal einstellen. Wie wollen Sie denn bei schlechteren Rahmenbedingungen qualifiziertes Personal finden unter dieser Besoldungspolitik, unter Ihrem Besoldungsdiktat? Das ist ziemlich abenteuerlich und kann nicht funktionieren. Und deswegen, meine Damen und Herren, wer einen öffentlichen Dienst will, der leistungsfähig ist, das wollen wir, glaube ich, gemeinsam, der muss auch dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Und natürlich müssen wir die Ausgabenseite im Gesicht haben, aber wir müssen auch über die Einnahmeseite reden. Ach, wissen Sie, Herr Frömmrich, zu dem Thema Wortbruch und Besoldungspolitik, da redet jetzt der Zwischenruf von Ihnen am richtigsten. Sie haben offensichtlich überhaupt keinen Bezug mehr zum öffentlichen Dienst. Das wird ja relativ deutlich. Das interessiert an der Stelle aber auch nicht. Aber Sie sollten wenigstens darauf achten, wie gewinnen wir in den nächsten Jahren auch Personal, was in der Lage ist, die Aufgaben zu erfüllen. Und ja, und deswegen ist Ihr Gesetzentwurf eine weitere Spaltung im öffentlichen Dienst und löst keines der Probleme. Und deswegen bleibt die Forderung der SPD berechtigt. Wir wollen, dass die Tarifergebnisse für Hessen 4,4 % verteilt auf zwei Jahre. Und das sind jetzt keine utopischen Zahlen. Und wenn Sie sagen, 35 € nach unserem Änderungsantrag mehr, ziehen wir schon einmal 18,90 € ab, die die Beamten schon einmal vorher hatten, die sie für die Beihilfe jetzt weniger bekommen. Dann bleiben netto brutto 16,10 €, damit wir einmal die gleiche Geschäftsgrundlage haben. 16,10 €. Die er mehr hat als vorher. Das ist weniger als 1 %. Und die Mietsteigerungen liegen bei teilweise über 30 % im Rhein-Main-Bereich. Und deswegen, das, was Sie hier vorgelegt haben, ist keine Wohltat von Schwarz-Grün, sondern das ist die konsequente Fortsetzung der schwarz-grünen Besoldungspolitik nach Gutsherrenart. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind augenscheinlich nicht bereit zum Einlenken. Dann müssen wir das anderweitig eben versuchen. Und ich glaube, die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst wissen das. Deswegen ist die dritte Lesung am Donnerstag konsequent. Wir werden Ihnen die Zeit zum Nachdenken geben. Wir wissen, dass es nichts nützt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Frömmrich für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, dass Auftritte nach dem Motto Frechheit siegt kein einziges Problem in der Frage der Besoldung der Beamtinnen und Beamten in Hessen leistet und kein einziger inhaltlicher Satz zu der Problemstellung, mit der wir es hier als Landesregierung zu tun haben. Frechheit siegt, damit kommt man vielleicht einmal durch, aber es ist kein Konzept für die Zukunft, Herr Kollege Rudolph. Meine Damen und Herren, Herr Kollege, und es ist schon, Herr Kollege, die Uhr stoppt. Und es ist schon erstaunlich mitzuerleben, wie ausgerechnet die Partei des kleinen Mannes
sich hier hinstellt und die soziale Komponente, die wir eingeführt haben bei der Besoldung, hier in Bausch und Bogen ablehnt. Das hat mich schon einigermaßen, erstaunt. Aber man lernt eben immer dazu, meine Damen und Herren. Ich bin, muss wirklich sagen, ich habe auch schon in angenehmeren Anhörungen gesessen mit einer deutlich besseren Zustimmung derer, die dort angehört worden sind. Das ist wahr, das ist in der Tat so. Die Gewerkschaftsvertreter, die Interessenverbände haben den Vorschlag, den wir gemacht haben, abgelehnt, haben eine deutliche Steigerung der Einkommen, der Besoldung gefordert. Das haben wir aber auch nicht anders erwartet, meine Damen und Herren. Es ist Aufgabe von Gewerkschaften, es ist Aufgabe von Interessenverbänden, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich einzusetzen und für deren Interessen zu kämpfen. Die Aufgabe eines Hessischen Landtags ist durchaus diffiziler als Haushaltsgesetzgeber. Durchaus diffiziler. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Haushaltsgesetzgeber hat abzuwägen zwischen den berechtigten Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das will ich durchaus sagen, aber auch den Interessen der Finanzen des Landes, den Anforderungen der Hessischen Verfassung. Die Schuldenbremse ist Bestandteil der Hessischen Verfassung, wurde von 75% der Bevölkerung in die Verfassung reingeschrieben. Und es ist, und der Haushaltsgesetzgeber muss sich Gedanken machen über Generationengerechtigkeit und muss Haushalte so anlegen, dass zukünftige Generationen nicht die Zeche dafür bezahlen. Das ist die Abwägung. Das ist die Abwägung, meine Damen und Herren, die wir treffen müssen. Und wir wissen, dass wir den Beamtinnen und Beamten viel zumuten. Wir wissen, dass dieser Gesetzentwurf von den Beschäftigten sehr kritisch gesehen wird. Wir glauben aber, dass es in der Abwägung der verschiedenen Interessen, ich habe das gerade angedeutet, ein Vorschlag ist, der annehmbar und akzeptabel erscheint. Meine Damen und Herren, wir sind auf dem Weg, der Kollege Bauer hat es auch angedeutet, wir sind auf dem Weg, einen ausgeglichenen Haushalt 2019 vorzulegen. Wir wollen da eine schwarze Null erreichen. Solide Finanzen, ausgeglichene Haushalte, meine Damen und Herren, das zeigt im Übrigen Bayern, sind die beste Grundlage dafür, dass wir zukünftig wieder Steigerungen bei der Besoldung haben, die den Tarifergebnissen gleich sind. Meine Damen und Herren, wir haben eine gute Verwaltung. Meine Damen und Herren, wir haben gute, qualifizierte, leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür sind wir ausgesprochen dankbar. Wir muten Ihnen derzeit viel zu, das wissen wir. Aber das Ziel unserer Haushaltspolitik, meine Damen und Herren, das Ziel unserer Haushaltspolitik, Herr Kollege Augenblick, ich höre immer sehr viel Protest, wenn der andere Kleider jeweils stört. Ich bitte jetzt mal alle zuzuhören. Bitte, Sie haben das Wort. Das Ziel dieser Haushaltspolitik, meine Damen und Herren, ist es aber, dass wir zukünftig wieder bessere Steigerungen für die Besoldung vorlegen. Daran arbeiten wir. Und ich glaube, wir sind da als Regierung auf einem ganz guten Weg. Meine Damen und Herren, in der Anhörung, aber auch in vielen Gesprächen im Vorfeld der Anhörung wurde immer wiederholt darauf hingewiesen, dass gerade die unteren Besoldungsgruppen ein Problem sind. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, in diesem Bereich Verbesserungen an unserem Gesetzentwurf vorzunehmen, indem wir einen Mindestbetrag als soziale Komponente eingeführt haben. Der vorgesehene Mindestbetrag führt zu einem deutlichen Plus von 420 €. Ich will das auch einmal deutlich machen, was das für einen A5-Beamten bedeutet. In der Stufe 8 statt 270 € 420. Für einen A7-Beamten statt 300 € 420. Für einen in der A9, das ist die Einstufung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, statt 280 420. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung, diese soziale Komponente zu machen. Und dass ausgerechnet die Sozialdemokraten das hier kritisieren, das erstaunt schon einigermaßen. Und auch bei der Besoldung der Anwärterinnen und Anwärter haben wir gesehen, dass wir da etwas tun müssen. Da waren wir nicht gut. Wir tun da etwas. Wir haben das erkannt. Wir haben da etwas erkannt. 7.200 Anwärterinnen und Anwärter, Polizei, Beamtenanwärter, Referendare werden davon profitieren, dass wir ihnen im nächsten Jahr 600 € mehr geben. 600 € mehr, ich sage das einmal, für einen A12-Beamten sind es eine Steigerung von 4,2%. Und das kritisiert die Sozialdemokratie in diesem Hause. Das ist schon einigermaßen erstaunlich, meine Damen und Herren. Einigermaßen erstaunlich.
Meine Damen und Herren, für diese Maßnahmen werden wir im Haushalt 2016 rund 2,5 Millionen € und im Haushalt 2017 rund 5 Millionen € aufwenden. Die Mehrausgaben werden wir im Haushalt 2016 aus laufenden Ausgaben und Umschichtungen erwirtschaften, also durch Einsparungen und Umschichtungen. Das ist bei einem Haushaltsvolumen von rund 30 Milliarden € aber auch kein Problem. Und die Ausgaben für 2017 werden wir natürlich in ganz normalen Haushaltsberatungen etatisieren. Was mich einigermaßen erstaunt hat an der Stellungnahme auch der Kollegen der SPD, ist, dass Sie die Finanzierbarkeit unserer Vorschläge hier in die Debatte gebracht haben. Ich fand das einigermaßen putzig, liebe Kolleginnen und Kollegen, ausgerechnet die Sozialdemokraten. Wenn wir 2,5 Millionen € Mehrausgaben aufschreiben, dann sagen die Sozialdemokraten, wie wird das eigentlich finanziert? Sie haben aber in den letzten Monaten Mehrausgaben von 3,5 Milliarden € hier im Hause vorgeschlagen und keinen einzigen Vorschlag zur Finanzierung gemacht. Das ist geradezu abenteuerlich. Abenteuerlich. Glaubwürdig ist das wirklich nicht, meine Damen und Herren. Und dann auch noch die einzige Erhöhung, die wir als Landesgesetzgeber überhaupt machen können, nämlich die Grunderwerbsteuer. Als wir da draufgesattelt haben, was der CDU sehr schwer gefallen ist, wer hat es abgelehnt? Die Sozialdemokratie, meine Damen und Herren. Und Herr Rudolph stellt sich hier hin und sagt, man müsse über Einnahmeverbesserungen nachdenken. Das ist nicht glaubwürdig. Meine Damen und Herren, ein anderer Punkt, der auch nicht glaubwürdig ist. Kollege Rudolph hat in der Anhörung gesagt, Zitat, gerade in der Steuerverwaltung, in der Finanzverwaltung haben wir viele Kolleginnen und Kollegen des mittleren Dienstes. Und wenn Sie im Ballungsraum Main leben und die Mieten bezahlen müssen, ist eine einprozentige Besoldungserhöhung natürlich schon ein Problem. Zitat zu Ende. Ja, Herr Kollege Rudolph, das nehmen wir jetzt als Argument auf. Deswegen führen wir die soziale Komponente ein. Deswegen haben wir unseren Änderungsantrag eingebracht. Erst kritisieren Sie es, jetzt machen wir es, und dann gehen Sie in die Öffentlichkeit und sagen, das ist Politik nach Gutsherrenart. Das passt nicht zusammen. Das ist kein Konzept, was Sie hier vortragen. Meine Damen und Herren, apropos 1%. Ich will einmal darauf hinweisen, wer die Erfinderin des 1% ist. Das 1%-Erhöhung hat mal, glaube ich, Malu und Dreyer erfunden in Rheinland-Pfalz. Die ist gerade wiedergewählt worden. Im Übrigen, Herr Kollege Rudolph, da waren Sie sehr stolz drauf, will ich mal erwähnen. Aber ich will auch noch einmal daran erinnern, dass der Kollege Rudolph, das ist immer wieder gut, wenn man so etwas hat, in der 18. Wahlperiode, 148. Sitzung, 19. November 2013, das war ein paar Tage, bevor klar war, dass es nicht Schwarz-Rot, sondern Rot-Schwarz-Grün geben wird. Also, da dachte Herr Rudolph noch, dass er Regierungsverantwortung übernimmt. Da war er im Disput mit dem Innenminister, mit dem Vorgänger. Und der Vorgänger hat gesagt, wir machen hier andere Tarifpolitik als drüben in Rheinland-Pfalz, weil da seinerzeit ist ja 2,6% erhöht worden. Da sagt der Kollege Rudolph, Zitat, da würde ich mal die nächsten Tage und Wochen abwarten, ob dann in Hessen tatsächlich manche Sachen noch immer anders gemacht werden als in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Da sagt der Minister Rhein, aber wir reden ja jetzt von jetzt. Da sagt der Kollege Rudolph, der eine oder andere wird diese Andeutung nachvollziehen können. Das ist ein kleiner, verfahrensleitender Hinweis, dass sich die Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz möglicherweise auch ihre Gedanken zur Finanzierung des Landeshaushalts gemacht haben. Zitat zu Ende. Was heißt das denn? Was heißt das denn? Das war die Ankündigung, dass wir, wenn Sie in der Regierung sind, genau das machen, was wir machen, nämlich die 1%-Regelung. Und jetzt stellen Sie sich hier hin und kritisieren das Gleiche. Abenteuerlich. Herr Kollege, abenteuerlich. Zu Ende. Lieber Herr Vorsitzender, ich komme zum Schluss. Ich glaube, man sollte einfach in der Debatte ein wenig abrüsten, und man sollte sich überlegen, ob die Probleme, die wir haben, wirklich so einfach sind. Einer unserer Hauptkritiker bei der Besoldungserhöhung war Verdi. Wir haben gesagt, man müsse das Tarifergebnis unbedingt 1:1 übernehmen. Jetzt zitiere ich einmal
zitiere ich einmal aus der heutigen Zeitung Abendblatt Wirtschaft vom 11.07. Da heißt es, Zitat, der Arbeitgeber hat umgerechnet 0,23% mehr Geld für dieses Jahr geboten. Der Gesamtbetriebsrat forderte aber 5% mehr. Stracke kritisierte auch, dass Verdi-Chef Psirske Tarifverträge für alle Beschäftigten in Deutschland fordert, im eigenen Haus dies jedoch ablehnt. Zitat zu Ende. Herr Kollege, auch Ihre Redezeit. Ich komme sofort zum Ende. Und jetzt, heute lesen wir, dass es einen Abschluss gegeben hat. Danach steigen die Bezüge der 3.000 Verdi-Beschäftigten nach 3 Monaten um 1%. Ich finde, wir können diese Debatten wirklich führen, aber wir sollten sie vielleicht einmal ehrlich führen, weil die Personalprobleme, die wir in vielen Bereichen haben, und die Engpässe beim Geld, die sind bei allen vorhanden. Und ich finde, man kann nicht von den einen etwas fordern und es selber vollkommen anders machen. Das passt nicht zusammen, meine Damen und Herren. Das Wort hat der Hessische Innenminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dem stimmungsvollen Beitrag kann ich mich darauf beschränken, noch ein paar wenige Richtigstellungen in der Debatte vorzunehmen. Zunächst einmal möchte ich noch einmal deutlich machen, dass wir sehr dankbar sind für das, was die Beamtinnen und Beamten, was die öffentlichen Beschäftigten, die Bediensteten in unserem Lande für uns leisten. Das steht ohne Wenn und Aber. Und dieses Dankeschön möchte ich im Namen der Hessischen Landesregierung hier auch noch einmal deutlich machen, meine Damen und Herren. Dank Anerkennung und Wertschätzung drückt sich nicht nur, ich räume durchaus ein auch, aber eben nicht nur in Besoldungserhöhungen aus. Wir folgen hier ganz konsequent dem, was wir uns vorgenommen haben in der Koalitionsvereinbarung, dass wir für die Zukunft generationengerecht handeln wollen. Das tun wir eben auch mit der Begrenzung der Besoldung und der Besoldungserhöhung. Und dem gehen wir mit dem Gesetzentwurf auch entsprechend nach. Ich finde, dass wir einen guten Kompromiss gefunden haben mit der Sozialkomponente, die jetzt noch eingeführt worden ist. Auch das, finde ich, ist ein gutes Signal zu den Beschäftigten. Und insofern bin ich den Koalitionsfraktionen hier sehr dankbar, dass sie diesen Antrag eingebracht haben. Meine Damen und Herren, es sind ein paar Bemerkungen gefallen, die ich dann schon noch einmal klarstellen oder richtigstellen möchte. Ich finde, die Überlegung, die der Kollege Frömmrich gerade eben angestellt hat, in welcher Konsequenz hier in den letzten Jahren argumentiert worden ist, ich finde, dass man das sozusagen sich mal vor Augen halten muss und vor Augen halten sollte. Im Jahre 2011 hat sich niemand hier im Hessischen Landtag bei Besoldungserhöhungen am Bund, an Bayern, an Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder Thüringen orientiert. Nein, weil wir entweder mindestens genauso eine Besoldungserhöhung hatten oder weit darüber waren. Niemand hat sich im Jahr 2012 an Baden-Württemberg, die hatten damals nur 1,2, an Bayern, die hatten 1,9, an Niedersachsen, die hatten 1,9%, an Nordrhein-Westfalen, die hatten 1,9%, an Rheinland-Pfalz, die hatten damals nur 1%, oder an Thüringen, die hatten 1,9%. Wir hatten damals 2,6%. Niemand hat damals kritisiert, was in anderen Ländern bzw. was in anderen Ländern passiert ist, meine Damen und Herren. Ich könnte das fortsetzen im Jahre 2013 und 2014. Ich finde, man sollte immer zusehen, dass man hier einigermaßen konsequent in der Argumentation bleibt. Und ja, das sagt der richtige Herr Kollege Rudolph, einigermaßen konsequent in der Argumentation bleibt. Und, meine Damen und Herren, ich will das Beispiel von Herrn Kollegen Rudolph gerne aufnehmen. Er hat eben vom Sekretär gesprochen, A6 mittlerer Dienst. Meine Damen und Herren, Stand Juli 2016 ist das Jahresbrutto, die Jahresbruttobesoldung aus Grundgehalt, allgemeiner Stellenzulage und Sonderzahlung
liegt bei 25.428,57 €. Da kommen nach dem Änderungsantrag in Zukunft 420 € im Jahr obendrauf. Ich möchte Ihnen, Herr Kollege Rudolph, wenn Sie das Beispiel schon, einbringen, dann Ihnen noch einmal deutlich machen, wer alles hinter dieser Jahresbruttobesoldung, der hessischen Jahresbruttobesoldung, alles dahinter liegt. Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, aha, 250 € dahinter. In, ich glaube, keiner einzigen Besoldungsgruppe liegt Nordrhein-Westfalen vor uns. Die hessischen Beamtinnen und Beamten haben kein Interesse daran, sozusagen nur so bezahlt zu werden wie die Nordrhein-Westfalen. Es liegen die Niedersachsen dahinter. Es liegen die Thüringer dahinter. Es liegt Mecklenburg-Vorpommern und es liegt Berlin dahinter. Meine Damen und Herren, wir bezahlen Sekretäre in Hessen nicht schlechter als in Nordrhein-Westfalen oder in den anderen Ländern, die ich gerade eben aufgeführt habe, und die von Sozialdemokraten regiert werden, meine Damen und Herren. Die Bemerkung, meine Damen und Herren, dass es sich wiederholt in Hessen, Nullrunden gegeben hat, ist schlicht und ergreifend falsch. Herr Kollege Rudolph hat von dem Kommissar gesprochen. A9 gehobener Dienst. Da sind wir im Ranking auf Platz 6 mit 30.549,36 € Stand Juli 2016. Ja, das ist richtig. Wenn wir den Vergleich ansetzen zu dem A9er gehobener Dienst in Bayern oder auch dem A9er gehobener Dienst im Bund, dann liegen wir dahinter. Aber, meine Damen und Herren, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte werden im Bund und in Bayern mit A7 eingestellt. Bis der Kollege im Bund und in Bayern die A9 erreicht hat, muss er erst einmal einige Jahre seinen Dienst tun. Deswegen ist der Vergleich nicht in Ordnung, meine Damen und Herren. Da kann man sehr schön zeigen, sozusagen, wie beliebig Sie hier die Argumente ins Feld führen. Ja, es ist in der Tat so, dass die Anzuhörenden sich deutlich geäußert haben gegen den Gesetzentwurf. Das war auch nicht anders zu erwarten, wenn man sich diejenigen betrachtet, die dort angehört worden sind, weil natürlich sie die Interessen der Beamtinnen und Beamten vor allen Dingen im Fokus hat. Und der Kollege Frömmrich hat zu Recht gesagt, wir haben einen anderen Abwägungsprozess zu treffen, der eben nicht nur die Beamtinnen und Beamten betrifft, sondern der auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger insgesamt, unseres Landeshaushalts und der künftigen Generationen betrifft. Und deswegen kommen wir zu einem anderen Ergebnis als diejenigen, die angehört worden sind. Es gibt ein paar Dinge in der Anhörung, die mich ehrlich gesagt sehr geärgert haben. Aber ich will da gar nicht weiter darauf eingehen. Ich will nur zwei Dinge noch einmal klarstellen. Das Bundesverfassungsgericht hat uns nicht aufgegeben, dass wir in bestimmten Prozentsätzen oder in bestimmten Festbeträgen Änderungen vorzunehmen haben. Das gibt es nach den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts nicht. Zweitens. Das Prüfungsjahr, in dem wir sozusagen die Indizes, die Parameter zu prüfen haben, beinhaltet das Prüfungsjahr, ist das Jahr, bevor die entsprechende Besoldung gemacht wird. Das Prüfungsjahr selbst muss nicht einbezogen werden. Auch das hat das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht. Ja, das soll Sie auch beruhigen, weil am Ende wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir einen verfassungsgemäßen Gesetzentwurf vorgelegt haben und dass wir auch einen entsprechend verfassungsgemäßen Änderungsantrag ebenfalls vorgelegt haben. Und wenn, Herr Kollege Greilich, ich finde, das muss man schon sagen, wenn Sie hier sagen, die öffentliche Verwaltung wird mit diesem Gesetzentwurf, wo es um die Frage der Besoldungserhöhung geht, ob 1% oder 2,4%, wenn Sie davon berichten oder dann hier sich ans Rednerpult stellen und sagen, wir würden die öffentliche Verwaltung schrottreif schießen oder Worte machen nicht satt, da muss ich sagen, Herr Kollege Greilich, da haben Sie wirklich jedes Maß in der politischen Debatte verloren. Lassen Sie mich
eine letzte Bemerkung machen, auch zu dem Ergebnis der Anhörung, weil es hier auch debattiert worden ist. Es sind natürlich bei der Anhörung ein paar Probleme, die wir bei den öffentlichen Bediensteten haben, hier angesprochen worden. Aber es ist sozusagen mal alles angesprochen worden. Die Frage, wie wir Feuerwehrleute in unserem Land im Tarif einsortieren oder wie wir sie besolden, hat nichts mit der Erhöhung der Besoldung am Ende zu tun. Das ist eine ganz andere Debatte, die wir mit den Kolleginnen und Kollegen auch führen müssen. Nur eines ist auch klar. Wenn wir 26 Feuerwehrleute aus Frankfurt an andere Bundesländer verloren haben, dann sollten wir sehr genau herschauen, woher die gekommen sind, als sie nach Frankfurt gegangen sind, um eine herausragende Ausbildung dort zu machen. Dann kamen die nämlich in der Regel aus diesen Ländern, wo sie hinterher zurückgegangen sind. Und dann sollte man auch genau hinschauen, ob sie nicht vielleicht in Länder zurückgegangen sind, wo sie weniger Besoldung erhalten, als sie am Ende in Hessen erhalten, weil auch das sozusagen steckt dort drin. Deswegen diese einseitigen Behauptungen, die hier getroffen worden sind, sind schlicht und ergreifend, werden dem Problem nicht gerecht. Und das war mir wichtig, noch einmal hier vorzutragen. Ich denke, wir haben einen verfassungsgemäßen und ordentlichen Gesetzentwurf vorliegen, einen Änderungsantrag, der noch eine Sozialkomponente enthält. Ich würde mich freuen, wenn wir dann am Donnerstag in der dritten Lesung dann dieses Gesetz dann eben auch zur Wirkung bringen. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abgeordneter Rudolph für die SPD-Fraktion. Da habe ich doch noch genug, Herr Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Innenminister, immer schön bei der Wahrheit bleiben. In Ihrem Gesetzentwurf, der aus dem Hause des Innenministeriums kommt, auf der Seite 9 steht drin, Nullrunden in 2005, 2006. Also Sie sollten, bevor Sie hier sagen, es würde nicht stimmen, mal Ihre eigenen Unterlagen lesen. Es steht in dem Gesetzentwurf, der aus Ihrem Hause kommt. Zweite Bemerkung, Herr Innenminister Beuth. Machen Sie sich eigentlich als verantwortlicher Minister keine Gedanken über die Personalgewinnung im öffentlichen Dienst, wenn uns hier glaubhaft versichert wird und die kommen ja nicht alle aus Bayern, Baden-Württemberg, sondern auch viele aus den ostdeutschen Ländern, dass die eben schlicht wegen der Arbeitsbedingungen nicht mehr hierbleiben. Das muss ich doch zum Nachdenken machen. Warum haben Sie als Innenminister nicht als Arbeitgeber des Landes mit den kommunalen Arbeitgebern geredet, wie wir gemeinsam die Thematik angehen, angemessene Besoldung? Es ist nämlich relativ selten, dass alle drei kommunalen Spitzenverbände sagen, es ist zu wenig. Früher haben wir das immer anders gehört, da durfte es nicht zu viel sein. Mittlerweile sagen Sie, angemessene Besoldung ist Voraussetzung für die Gewinnung qualifizierten Personals. Das müssen Sie doch auch einmal zur Kenntnis nehmen und mit diesem Tatbestand umgehen, Herr Innenminister. Das können Sie doch nicht permanent ignorieren. Und deswegen ist das an der Stelle verheerend, was Sie hier an der Stelle sagen. Und noch einmal, Sie haben im Dezember 2013 verabredet, jährlich 1% Besoldungserhöhung. Das ist das, was die CDU mehrfach im Hessischen Landtag kritisiert hat. Das wäre völlig unmöglich, was die SPD und die GRÜNEN in Rheinland-Pfalz gemacht haben. Die Stellen sind aktenkundig. Und jetzt stellen Sie sich rotzfrech hier hin und sagen, das ist alles kein Problem, damals war es richtig, und diese Regelung machen Sie. Und ob das jetzt verfassungsgemäß ist, das wird im Zweifel das Bundesverfassungsgericht dann entscheiden. Das entscheidet das höchste deutsche Gericht. Da können wir uns mal raushalten aus der Diskussion. Sie kritisieren etwas, Herr Kollege Bellino, was Sie früher kritisiert haben, was Sie heute machen. Das nennt man schlicht und ergreifend im Volksmund Heuchelei, Herr Kollege Bellino. Das nennt man ganz einfach Heuchelei. Und wenn der Abgeordnete Frömmrich sich hier hinstellt, SPD, warum die Koalition mit der CDU-Sondierung nicht, vielleicht waren die GRÜNEN billiger zu haben, könnte ja auch eine Vermutung an der Stelle sein. Also, das ist ja, wenn wir schon spekulieren, können wir auch darüber spekulieren, weil ich weiß, dass das Thema öffentlicher Dienst durchaus strittig war. Wir stehen dazu, zu der These Vertrauen gegen Vertrauen, dass wir sagen, wir müssen, wie gehen wir mit dem öffentlichen Dienst in den nächsten Jahren um. Da spielt die Arbeitszeit eine Rolle, was Sie permanent ignorieren. Also, dann darf es auch keine Mehrarbeitsstunden mehr geben und Überstunden, weil Arbeitszeit spielt nach Ihrer Diktion keine Rolle. Das ist auch ziemlich abenteuerlich. Also, die 3 Millionen Überstunden bei der Polizei sind nur virtuell. Die gibt es ja gar nicht, weil sie gar nicht da sein dürfen. Na, da freuen sich die hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten beim nächsten Sondereinsatz. Da werden Sie daran denken, eigentlich sind wir gar nicht hier, sondern liegen zu Hause auf der Liege, meine sehr verehrten Damen. Was ist das für eine Argumentationsschiene? Also, im Ergebnis, ja, wir stellen fest, Schwarz-Grün in seinem Lauf
hält nichts an der vernünftigen Besoldungspolitik auf, sondern sie machen genauso weiter, ziemlich borniert, ignorieren die Realität in den hessischen Behörden. Daran können wir sie nicht hindern. Aber Sie können sicher sein, wir werden das immer wieder thematisieren. Ändern kann man es mit einer anderen Politik. Daran arbeiten wir. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil Sie, Herr Innenminister, gerade gesagt haben, Sie hätten niemals Kritik geübt an anderen Bundesländern und deren Besoldungsbeschlüssen. Deswegen darf ich Ihnen mal Folgendes zitieren, und zwar Antrag der Fraktionen von CDU und FDP, eingereicht am 24.04.2013 mit der Überschrift betreffend Übertragung der Tarifvereinbarung bedeutet Anerkennung und Wertschätzung der hessischen Beamtinnen und Beamten. Beamtenfeindliche Politik von Rot-Grün nicht hinnehmbar. Und da heißt es im Absatz 3, Herr Präsident, ich darf zitieren. So, jetzt hören Sie mal gut zu, Herr Minister. Passt super auf die jetzige Diskussion, wie die Faust aufs Auge. Der Landtag lehnt die beamtenfeindliche Politik, die in den rot-grün geführten Bundesländern umgesetzt wird, ab. Die zum Teil, die zum Teil weit hinter dem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst zurückbleibenden Regelungen bringen eine unverantwortliche Missachtung der Beamtinnen und Beamten zum Ausdruck. Ja, so. So beschränkt sich beispielsweise Rheinland-Pfalz auf eine jährliche Besoldungsanpassung von 1% bis zum Jahr 2016, und Nordrhein-Westfalen lässt den höheren Dienst sogar komplett leer ausgehen. Dies führt zu erheblichen Einkommensverlusten und einer langfristigen Verschlechterung der finanziellen Situation der Landesbediensteten. So. Herr Minister, Ihren Aussagen Ihrer Fraktion habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Meine Damen und Herren, damit liegt mir keine weitere Wortmeldung mehr vor. Darf ich kurz stören, meine Kollegen? Hallo, darf ich kurz stören? Ich möchte etwas sagen. Danke schön. Wir haben einen Antrag auf dritte Lesung. Damit stelle ich Folgendes fest. Die zweite Lesung ist jetzt vollzogen. Bitte? Ja, ja. Ich will es nur ganz kurz noch prüfen. Wir beschließen, dass wir den Gesetzentwurf nach der zweiten Lesung in den Innenausschuss zurückverweisen zur Vorbereitung der dritten Lesung. Kein Widerspruch, damit ist das so erfolgt. Die dritte Lesung kann dann am Donnerstag stattfinden.